Ist dein Handy umgefallen? Oh, jetzt steht das hier alles schief. Oh, nee. Ich kann so nicht arbeiten. Oh, kommt's hin. Was für ihn? Ich auch. Weiter unten. Herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, hier bei Bockheide News TV. Wir wünschen Ihnen einen schönen guten Abend. Jawohl. Bist du Knall oder was? Hallo, ich wollte mal Nachrichten bringen, wie sich das gehört. Ja, zieh Schlips und Franziska an. Ist schwanger, es ist noch nicht sicher, wer der Vater ist. Getrennt haben sich Kalle und Blomqvist. Kennst du Kalle Blomqvist? So ein Blödsinn. Ja, ernsthaft jetzt. Ich habe nur das letzte Mal, ich habe vorhin mal geguckt, ja, übrigens. Ach, wir fangen von vorne an. Ihr und heiß? Mhm. Hallo Bockheide, hallo Welt, da sind wir wieder, der Matze und der Lutze. Wieso stellen wir uns eigentlich selber vor? Also, haben wir uns verwechselt? Der Matze? Und der Lutze. Und der Lutze, genau. Ja, wir sind mal wieder dran, glaube ich. Bevor der August zu Ende geht, haben wir doch ein bisschen was zusammengesammelt, glaube ich, ne Matze? Du warst fleißig gewesen, du warst Rennen gewesen in Taucher. Ich weiß gar nicht, in Taucher heißt es nicht in Tauchen. Tauchen? Tauchen? Nee, wir sind Laufen in Tauchen. Laufen in Taucher. Laufen in Taucher. 5 Kilometer in 33 Sekunden. 33 Sekunden, ja. Alter, Rekord. Ja. Willst du noch jung werden wieder, oder? Ich werde jeden Tag jünger. Warm war es die letzten Tage, richtig geil. Die Wochen eigentlich schon, 2 Wochen mindestens schon. Und die nächste Woche wird immer noch warm, das heißt, das Waldbad brummt. Aber da wollen wir noch gar nicht hin. Wir sind jetzt erstmal beim BSV 90. Damit fangen wir nämlich heute mal an mit dem Sport. Und wir waren auf dem Sportplatz gewesen und haben uns angeguckt, wer der neue Trainer vom BSV 90 ist. Ja. Ja. Und bevor wir hier ganz viel erzählen, du hast wieder minutenlang rumgelabert. Hast du gesagt? Gesprochen, wollte ich sagen. Gesprochen. Da ist er. Hast du höchste Auflösung? Was ist eine Auflösung? Ach, okay, denk nicht weiter nach. So, hallo Bockheide, hallo Welt. Bockheide News TV ist hier heute mal wieder unterwegs beim BSV 90 auf dem Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportplatz. Ich hätte fast wieder gesagt, hier ist unser ist ein Sportplatz. Mehr ist es ja nicht. Wir haben hier nicht zu Besuch, sondern öfter hier den neuen Mann am Ball. Herrn Ballermann, nein Quatsch, Ralf Beierl. Richtig. Richtig? Richtig. Du bist derjenige, der für die Herrenmannschaft nicht Handball spielt, sondern Fußball. Fußball. Möchtest du dich mal selber vorstellen? Ja, was soll ich sagen? Ich bin Ralf Beierl, ich bin seit 35 Jahren Männertrainer in allen Ligen, die das Land Brandenburg so mit sich gebracht hat und bin jetzt seit letzten Jahres im Sommer Trainer beim Borkheider SV. Gefällt es dir hier? Es gefällt mir ausgesprochen gut hier. Sportlich könnte es noch ein bisschen besser laufen, aber hier von der ganzen Umgebung, von den Menschen, von der Du bist überragend. In Bockwalde, ne? Ich wohne in Bockwalde. Du wohnst aus Bockwalde, genau. Also er ist ja aus der Nähe. Und sag mal, letzte Saison, möchtest du dich dazu mal äußern? Anfangs war nicht so doll. Wir hatten auch personell große Probleme. Man muss ja sagen, die Jahre zuvor viele Niederlagen in der höheren Klasse. Mhm. Bockheide war ja abgestiegen aus der ersten Kreisklasse. Das hat noch ein bisschen nachgewirkt. Aber ich denke, wir haben uns im Laufe der Saison immer mehr gefunden. Auch wir als Trainer, als auch als Mannschaft. So, dass die zweite Halbserie doch letztendlich eine ordentliche Leistung gebracht hat. Ja, das sah ganz gut aus manchmal. Wir haben, was war das, 8-0 schon mal gewonnen? Ja, haben wir auch, Sah gut aus, muss ich sagen. Hat mir tatsächlich mal gefallen, nachdem ich dann wieder aus der Versenkung aufgetaucht bin und mich mal wieder absehen lassen. Du möchtest jetzt die Mannschaft in die nächste Runde, jetzt kommt die 24-25 Saison. Mhm. Und ihr braucht immer Personal, habe ich gesehen. Immer Personal, immer Personal. Männermannschaft. Es ist Männermannschaft, aber ich denke auch gerade in den Nachwuchsabteilungen ist es nicht viel anders. Ja. Dort werden auch immer wieder Spieler gesucht. Also wer Lust hat, sage ich jetzt so offen, hier auf so einem tollen Sportplatz unter so einem tollen Ambiente Fußball zu spielen, der ist gern gesehen beim Bockheider SV, egal in welcher Klasse. Wie alt darf man denn sein, wenn man bei den Herren mitspielt? Ich sage jetzt extra nicht alte Herren. Also wir haben Spieler, die sind schon jenseits der 40 und spielen immer noch einen ordentlichen Ball. Ja, na gut, wir beide in unserem Alter sollten es uns noch mal überlegen. Aber ich denke, kann man in jedem Alter und umso mehr kommen, kann man vielleicht auch später mal drüber nachdenken, dass Bockheide auch wieder mit einer Altseniorenmannschaft ins Rennen geht. Ja, ja.
Finde ich eigentlich so wirklich interessant, auch gut, dass mal so wieder jemand das Zepter übernimmt. War ja ein bisschen wackelig mit den Trainern, ging immer ein bisschen hinterher. Ja. Hartmut hat es damals gut gemacht, danach war, jetzt fehlt mir der Name. Ich weiß noch, Nico war es wohl, Nico Köcher und Markus, Nico, Markus die haben das gemacht. Und haben sich tapfer geschlagen, ja. Aber so richtig. Ja, das ist auch nicht einfach, in den unteren Klassen Trainer zu sein. Ja. Da kann ich wirklich sagen, ist schon noch was anderes. Wenn man höherklassig ist, kann man mehr auch Druck auf die Spieler, auf die Leistung, mehr Konkurrenzkampf. Das kann man alles entwickeln. In unteren Klassen ist das schon schwieriger, wenn du dann, so siehe letzte Saison, teilweise mit 11 Spielern zum Spiel kommst. Ist jetzt schon nicht so einfach. Da gehört dann schon viel Engagement der Spieler selbst dazu. Als wir damals Borkheide News gegründet haben, da hängt ja noch unsere Werbung darum. Da haben wir dann tatsächlich hier die Fußballmannschaft mal ein Jahr begleitet. Mhm. Und da sind die ja gleich aufgestiegen. Richtig. Das ist nicht wieder geplant, ne? Ist nicht gut, ne? Denke ich, im Fußball kann man sowas nicht planen. Ja. Das ist, zweitens, ist eigentlich unsere Philosophie. Wir hatten ja dieses Wochenende auch ein kleines Trainingslager vor dem Spiel. Das hat man vielleicht heute auch beim Spiel ein bisschen gemerkt. Haben wir eigentlich mehr die Zielstellung, wir wollen wieder eine Truppe werden, wo es Spaß macht, Fußball zu spielen. Ja. Das ist uns sehr wichtig. Ja. Sonst wollen wir eigentlich von Spiel zu Spiel denken. Und dann werden wir sehen, wir haben eine Truppe, wo ich denke, da geht was in der Saison. Ob es dann für ganz oben reicht, das wird die Saison zeigen. Ich glaube, man greift nicht vor, oder? Nee. Man guckt, was passiert. Wir haben gute Neuzugänge. Dieser oder jener ist wieder dazugestoßen, der schon für Borkheide gespielt hat, mit hoher Qualität sogar. Und da denke ich, sollte man erstmal abwarten, wie sie alles zusammenwächst. Und wir sind optimistisch, sagen wir so. Da bleibt uns ja eigentlich nur noch den Herrn vom BSV 90 und dir natürlich ganz besonders Danke. Erfolg zu wünschen mit der Mannschaft. Auf das, wie sagt man denn, gut Holz? Ja, wissen wir nicht. Hals im Breinbruch will ich auch nicht sagen. Ja, eigentlich nein, nicht. Eigentlich für eine gute Saison. Ja, also wünschen wir uns allen natürlich hier in Borkheide logischerweise. Und wenn ich das noch sagen darf, so zum Abschluss, kommt sonntags Heimspiel, wir werden noch versuchen, das noch ein bisschen mehr publik zu machen, was die Heimspiele betrifft. Kommt hierher, gibt lecker Bratwurst, gibt lecker Bierchen. Wir wollen den Zuschauern hier wirklich Heimspielatmosphäre bringen, indem wir hier erfolgreich spielen. Und das ist unser Hauptziel für diese Saison. Sehr schöner Abschluss. Jetzt kannst du dem Kameramann mal den Ball zuschießen, damit der auch mal was tut. Siehst du, jetzt ist der hingefallen. Hat ja Gott sei Dank nicht gesehen, weil er nicht vor der Kamera stand. Ja, ich wünsche dir viel Erfolg. Vielen Dank. Wir werden uns öfter sehen. Ja, gerne. Freue ich mich drauf. Und viel Spaß dabei. Vielen Dank. Ja. Tschüss. Ja, ihr habt gehört, er möchte das Ding reißen und ich glaube, der ist auf einem guten Weg, denn das erste Pokalspiel ist durch für den BSV 90. 3:1 gegen Falkensee gewonnen. Das heißt, sieht ja schon mal ganz gut aus. Wir sehen, wie es weitergeht. Am Sonntag ist kein Spiel, habe ich gesehen. Da ist für Borkheide News spielerfrei. Für Borkheide News, der für uns ist auch spielerfrei. Wollen wir nochmal neu anfangen? Nein, wir machen jetzt hier so durch. Für die Herren des BSV 90 ist spielfrei. Ja. Die brauchen nicht. Die können sich einen schönen Sonntag gönnen. Also einen schönen gestern. Da war nichts. So, und dann geht's weiter. Dann hat der BSV 90 ein Oktoberfest geplant. Und zwar am 28.09.2024. Ab 16 Uhr wollen sie anfangen? Genau. Und Wiesenatmosphäre, na logisch, auf dem Sportplatz ist immer Wiesenatmosphäre. Eine Wiese, ne? Ja, denke ich mal auch. Und Vorverkauf gibt's. Was gibt's? Kartenvorverkauf. Hier, also genau. Kannst du ja mal bitte die Vorverkaufsstellen einblenden, hier da in dem Bild. Genau, und im Vorverkauf kosten die Karten nur 12 Euro und an der Abendkasse 20. Um 16 ist es schon Abendkasse? Das ist eine Nachmittagskasse. 20 Euro an der Abendkasse. Whatever. Also wer dann am 28. ist ja noch eine Weile hin, bis zum 28.09. zum Oktoberfest gehen möchte, auf dem Sportplatz, ist dort gerne gesehen. Macht eigentlich das Waldbad auch so? Wir sind ein Schwimmbad. Ihr seid ein Schwimmbad? Ja.
der Unteralkohol wäre nicht gut. Nein. Gar nicht gut. So, dann geht's weiter. Matze, ich war jetzt im Urlaub eine Woche gewesen. Das ist klar. Schön für dich. Und als ich zurückkam, war richtig Remi-Demi auf dem Marktplatz. Was war da los? Da war der sogenannte Blaulichttag, wo sich alle Fahrzeuge, die sich hier mit Blaulichtwasser befüllen lassen oben, die haben sich dort präsentiert. Also auch die Personen dazu. Also Feuerwehr, DLRG. Ja. Diese technische Hilfswerk war da. Die Polizei war da und hat Fahrräder kodiert. Meins jetzt auch? Deins auch? Mhm. Dein E-Rad? Ich bin jetzt polizeibekannt. Dein E-Rad? Ja. Mhm. Ja, auch so oft wie das hier rumfährt. Also es fährt ja nur von zu Hause bis zum Waldbad und zurück meistens. Genau. Also ich war, wie gesagt, im Urlaub gewesen, war schön gewesen. Ich musste mal ein bisschen raus. Hat mir auch sehr gefallen. Und als ich zurückkam, war ja nicht gleich Ruhe gewesen. Nee, da ging es gleich weiter. Und zwar mit der Schlager- und Uli-Nacht im Waldbad. Pass mal auf, den kleinen Einspieler zum Blaulichttag, den haben wir hier noch. Genau, den habe ich ja fast vergessen. Hier, jetzt. Nicht viel, man kann es ja da nicht überall rumfliegen, also direkt da durch. So, das war der und dann kommen wir doch gleich noch ins Waldbad und Schlager und Uli-Nacht am 8. Na Quatsch, Schlager und Uli-Nacht waren wir beide da gewesen, war nicht am 8. War am 17.8. Und auch da haben wir ein Video gemacht und das könnt ihr hier sehen. Wir sind schon wieder im Waldbad. Nee, war doch. Nee, die doch, gucke da. Ich sehe die Verzierer. Da ist schon wieder Party. Wer ist denn da? Das ist der Volker. Der Volker muss hier die Leute ein bisschen bekaspern. Ja. Sommerfest? Und hier, guck mal, da ist Rainer und der Ronny. Alle sind sie da. Und der Otti und der Marion. Die Marion ist auch da. Die managen hier den Bierwagen. Ist hier was zu trinken? Und ja auch, na klar. Zu essen? Ja, guck mal, da gibt es Fassbrause. Ja, siehst du. Alles ganz klar. Obstwasser. Was? Obstwasser. Da ist okay, Obst drin. Doch, ich. Erdbeeren. Erdbeerobst. Hm. Ja, so, deswegen ist das hier die Schlager und Uli-Nacht im Waldbad Borkheide. Und es gibt auch lecker hier mit Krebs heute und Bratwurst und Steak heute hier. Die Krebs-Boys sind wieder da. Die machen heute hinten wieder am... Mal da hinten. Siehst du das da hinten? Da ganz hinten, da ist der Markus. Ach, der Markus ist ja auch da. Guck mal. Ich kann das sehen. Guck mal, ich bin gut behütet heute. Wir haben gar keinen. Ich habe Doppelkleidung heute. Ich habe Freitag und Wochenende News TV. Deswegen bin ich ja inkognito, weil ich bin ja eigentlich noch im Urlaub. Ich habe jetzt inkompetent verstanden. Das ist ein anderes Thema. Machen wir nächste Woche wieder. Ja. Also. Wir gucken mal, was das bringt heute noch. Ja, Musik. Glaube ich. Mucke. Die beiden da, die haben ja Gitarren, hast du gesehen, da können wir uns mal eben schnappen und dann können wir sowas spielen können. Quatsch, zerkloppen macht man, zerkloppen tut man die Dinger. Ja, aber du musst warten, bis die Musik machen, dann machen wir da Moment. Gut, Matze. Das war's. Tschüss. Das war zu blöd, um mit einer Kamera abzugehen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was eine Fotokamera ist. Ja, das ist so ein Ding, wo du so ein Loch drin hast und durchschießt. So. Naja, so
Naja. Lass, was da so los war, hast du gesehen? Lass mal Fotos machen. Ich kenne mich mit Fotoapparaten echt nicht aus. Schon gar nicht, wenn es dunkel ist abends. Ja, aber wir haben da richtig Mucke gemacht. Das war schön gewesen. War cool. Haben ein bisschen es war Spaß, sehr gut besucht. Danke an alle Besucher. Ihr habt das mit schön, zu einem schönen Erfolg gemacht. Auch Wetter hat gepasst. Was genau. Wollen wir mehr? So, und dann haben wir noch ein paar Termine für das Waldbad. Und zwar am 8.9. ist der letzte Badetag im Waldbad. Ja. Wenn es richtig heiß wird, verlängert ihr dann? Wenn du Rettungsschwimmer machst, ja. Ich mache Rettungsschwimmer, aber nur von Homeoffice aus. Homeoffice, nee, dann... Wird nicht, nee. Reicht nicht. Weil okay. Der Dienstplan steht ja schon im Frühjahr und die Termine sind hinlänglich bekannt, auch für die Rettungsschwimmer. Und bevor das Brett richtig zugemacht wird, ist doch noch ein Termin, und zwar am 7.9. Da ist... Das Quattro Beach Volleyballturnier. Genau. Und man kann sich noch über die E-Mail-Adresse presse@waldbad-burgheide.de bei der Marion anmelden. Ich glaube, da ist noch ein wenig Luft für Mannschaften. Also ich habe den aktuellen Stand gar nicht. Aber selbst wenn es voll ist, würde man auch beim Anmeldeversuch dann halt eine Antwort bekommen, ob es noch geht oder nicht. Genau. Und dann haben wir noch einen Termin und der startet schon diese Woche am Sonntag. Warte, mir fällt immer an. Ach. Wir sind heute ein bisschen durcheinander. Alles gut. Das merkt auch keiner. Zeitgleich... hat die Amt Brück darum gebeten, das Amtsfeuerwehrlager der Jugend ausrichten zu können. Und zwar übernachten die auch bei uns im Waldbad. Also mit ein bisschen Glück kamen auch noch ein paar Zuschauer beim Volleyballturnier. Und an dem Wochenende ist halt hinten ein bisschen der Bereich wieder im Wald gesperrt. Das hast du auch vorhin noch nicht gewusst, ne? Doch, habe ich aber nicht aufschreiben lassen, weil ich dachte, das fällt mir unterwegs wieder ein. Ach so, ja, Glück gehabt, dass ihm das nochmal eingefallen ist. Gut, danke. Dann gehen wir nochmal weiter, und zwar auf den Sonntag, und zwar diesen Sonntag, der kommende Sonntag. Da ist angesagt Stadtradeln, das heißt, das ist die Auftaktveranstaltung zum Stadtradeln, und das ist um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz in Burgheide. Burgheide, weißt du, wo Burgheide liegt? War das richtig? Ja, das war cool, da gut in die Krieg. Burgheide, in Burgheide. Und da kommt unsere Bürgermeisterin, die Steffi Randig, und der Amtsdirektor Matthias Röll, die geben den Startschuss. Und angeboten werden Touren unterschiedlicher Länge. Wer neu ist beim Stadtradeln, kann dort aktive Unterstützung bekommen. Ich glaube, da ist unsere Ines Renner schon ja. Profi. Also, wie sagt man heutzutage in den Medien? Nicht Profi, sondern Single, Experte. Single Point of Contact. Oder so. Also, sie kennt sich da gut aus. Sie hat ja letztes Jahr auch gewonnen mit ihrer, mit ihrem Team. Und soweit ich weiß, bist du da auch drin in dem Team? Ja, ich unterstütze. Ab dieses Jahr. So wie das funktioniert und ich da bin, unterstütze ich dann auch und werde dann wieder ein paar Meter radeln. Gesund ist es ja. Ich würde ja auch gerne mit radeln, aber leider, leider, leider klappt das für mich gesundheitlich nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Aber ach, mir geht es trotzdem gut. Ich will mal nicht jammern. So, Matze, was haben wir denn noch? Haben wir noch was vergessen? Wetter? Wetter ist schön. Schön, ne? Also dieses Jahr hat sich das Wetter gedreht. Wir hatten, ich sag mal, den einen Augusttag, ich glaube, es war vor 10 oder 12 Jahren, wo auf dem Thermometer stand... 15. August, 13,6 Uhr Mittagszeit. Hm. Ich glaube, da haben wir dieses Jahr fast immer die doppelten Temperaturen gehabt zur Mittagszeit. Können wir uns auch drüber freuen. Was schön war, wir hatten in der letzten Zeit wenig Regen, aber wir hatten im Juni hatten wir mehr Regen als jetzt. Hat sich dieses Jahr mal gedreht, dass wir so einen August kriegen, so einen schönen, hätte ich auch vom Waldbad her, also fürs Waldbad nicht gedacht. Kann man mal mitnehmen. Und Bad war voll. Ach, Bad, ja. Wir wollen ja keine Werbung machen, ne? Und die Werbung hat sich dieses Jahr verselbstständigt. Da wir auch noch diesen. Da habe ich sogar im Auto unterwegs, als ich aus dem Urlaub zurückkam, im Auto gehört, im Radio habe ich gehört, wie sie alle Werbung fürs Waldbad in Burgheide gemacht werden. Platz 1 in Brandenburg und 30 bundesweit, ne? Aber, ja. Nicht gut, naja. Wenn dann nur so viele kommen. Das Bad ist ja sonst schon immer rammelvoll. Aber es sieht in Grenzen. Leichte Statistik. Dieses Jahr war der Besucheranteil 60% Tagesgäste bisher zu 40% Vereinsmitglieder im Bad. Also vor 2 Wochen war das noch so. Mhm. Mal gucken, vielleicht machen wir noch in der nächsten Sendung mal eine Komplettauswertung, wie viele Badegäste wir hatten und Verhältnisse etc. Was ich noch fragen wollte, funktioniert das dann jetzt mit dem Eintrittspieper? Okay, nicht auf Schlimmer, habe ich gehört gerade. Warte. Ich darf während des laufenden Verfahrens nichts weiter sagen. Okay. Sagen wir es mal so ganz einfach ausgedrückt. Wir lassen uns nicht alles gefallen, wir arbeiten dran. Gut, dann sind wir ja durch, ne? Für August, für dieses Mal.
Ja, ich glaube, noch eine Sendung. Na, mal, wir werden sehen. Wenn sich was ergibt, ergibt sich was. Wie gesagt, wir machen das, lassen das ja offen. Und das war jedenfalls erstmal unsere August-Sendung. Wir wünschen euch alles Gute. Noch eine gute Restferien. Ist ja noch eine Woche, glaube ich, ne? Ferien. Dann bin ich raus aus dem Thema. Du auch? Ja, aber ich glaube, es ist noch zeitgleich mit dem 31. War da nicht irgendwas mit Einschulung und so? Das weiß ich gar nicht. Hast du nicht einen Kalender hier? Nee. Das ist doch jetzt die Woche noch. Die letzte Woche läuft. Na, dann, ist jetzt, ist jetzt am Wochenende hier die Einschulung. In meinem Kalender steht da nichts. Ja, dann ist tatsächlich, jetzt ist noch eine Woche Ferien. Ja. Heute haben wir Montag. Mal gucken, wann das Video fertig ist. Kann sein, dass ich das heute noch mache oder morgen. Dann kommt es am Dienstag raus, ist noch knapp eine Woche. Und dann hörst du das hier jubeln in ganz Burgheide, wenn die Eltern die Fenster aufreißen, rausjubeln, yeah, Schule, die Kinder sind wieder weg, tagsüber so halt. Die kommen ganz mit entspannten Gesichtern wieder durch die Gegend. Okay, das war's. Wir wünschen euch alles Gute, wie immer hier vor der Kamera der Matze. Und der Lütze, da. Bis bald und tschüss. Tschüss.